Ja, hallo und herzlich willkommen hier heute Abend an dem wunderschönen Freitagabend mit einem Stream von ETS2 und wir... Läuft der? Fahrt vorsichtig. Nee, alles klar. Mutti schreit mich aber ganz schön an hier. Muss ich mal ein bisschen leiser machen. So, ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Sieht gut aus. Ja, ist immer so das bisschen das Problem am Anfang hier mit dem Stream. Und okay, so, wir haben keinen Auftrag. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Karte. Genau, wir sind immer noch in Georgien. Wir haben ja das hier jetzt abgegrast. Oder da wollten wir hin, ne? Da wollten wir hinfahren. So war das irgendwie. Weil wir hier nichts gefunden haben, wollten wir leider runterfahren. Und genau das werden wir jetzt auch tun, dass wir das abgefrühstückt haben. Und deshalb... Kupplung ist ganz links. Ich hab's gebracht. Okay, Licht ist an. Das sehe ich an dem Schalter. Mutti wird uns wieder helfen. Hoffe ich zumindest. Oder? Na? Oder auch nicht? Habe ich hier keinen Weg gesetzt? Doch, ich muss rechts. Nochmal rechts. Na gut. Wenn es dann so ist. Biege nach rechts ab. Oh, hat aber lang gedauert. Wie schön die KI jetzt wartet. Manchmal. Ja, Polizei, ja. Mhm. Den so. Jetzt rechts abbiegen. Natürlich. Interessante Schriftzeichen, ne? Biege nach rechts ab. Okay. Ich würde mir das jetzt aber... Wie viel Uhr haben wir überhaupt in-game? 19, ja, ist jetzt natürlich ungünstige Uhrzeit. Ich würde trotzdem das Ganze gerne mal von draußen angucken, wie das hier gemacht ist. Gut, sind jetzt keine speziellen Gebäude, ne, für das Land. Ah, hier, Thumbnail, ach ja, genau. Danke. Fahr nicht gern. In der Außenansicht. Gut. Genug gesehen. Oh, das war aber knapp. Wollte ich mal gerade so sagen, ne? Oh, hier das Meer. Ich muss noch mal raus, sorry. Ich muss noch mal raus. Oh, guck dir das an. Wo ist die Sonne? Schade, ist bewölkt. Das gäbe jetzt ein richtig gutes Bild. Ja, überhol doch. Ja, das muss sein, ne? Man muss das... Wie müssen wir denn fahren? Sorry. Es gibt nur den einen Weg? Stimmt, jetzt sehe ich's. Warum die zweite Spur hier auch bezeichnet ist, habe ich jetzt nicht verstanden. Aber gut. So, Streamplan für heute. Ja, 20 Uhr wahrscheinlich. Oh, tanken müssten wir. Nächste Tanke nehmen wir mit, ne?
Wie sieht's mit Schlafen aus? Ne, Schlafen haben wir, ja. Ich fahre jetzt einfach mal da runter. Dann gucken wir, dass wir da unten irgendwo einen Auftrag kriegen für raus. Richtung Italien am besten. Wäre sehr gut. Aber zumindest noch weit runter in den Süden halt, ne? So, dafür gibt es jetzt noch einen Kaffee. Ach, schon ist er wieder frisch, ne? Hoppla. Ich sehe gerade im Rückspiegel, wie die Pflanzen verschwinden in der Ferne. Interessant gemacht, ne? Überhaupt die Spiegelung, das ist schon sehr gut. So, hier sieht es doch schon mal sehr, sehr groß aus, ne? Ah, schade, dass jetzt dunkel wird. Ich würde ja am liebsten dann pennen gehen, ne? Werde ich auch machen. Ich werde jetzt hier nicht zurückfahren. Das hier will ich mir angucken. Im Hellen. Deshalb suchen wir uns jetzt Platz. Ah, da fahren wir doch schon mal gleich hier rein. Batumi, ja genau. Route neu berechnen. So, wir fahren mal hier rein und dann gucke ich mal, ob hier irgendwo... Ah, jede Menge. Obwohl, da ist ein Schlafplatz, aber der ist nur verbunden mit der Werkstatt. Da unten ist Tanke und Schlafplatz. Da werden wir wohin fahren, ne? Ja, da vorne ist Zoll. Aber hier ist ja eigentlich nichts mehr, ne? Geht's vielleicht irgendwann weiter, wenn man noch Erweiterungskarten hat. Da würde ich jetzt tatsächlich hier hinfahren, tanken und übernachten. Hier sind 1, 2, 3 Firmen, wie es aussieht. Und da wird man ja wohl einen guten Auftrag finden, ne? Also. Zeit zu gehen. Na, ich spreche ja. Biege nach rechts ab. Oh, Opa, was schaltest du denn hier? Okay, jetzt hat er es wieder. Ja, irgendwann habe ich auch so einen großen LKW. Links aber halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, Mutti, die lassen mich nicht. Da ist einer neben mir. Wacht's jetzt. Oder ist er weg? Er ist weg. Wo ist denn der hin? So, hier ist eine Werkstatt und hier ist ein Renault-Händler. Sollen wir die Werkstatt mal gucken noch? Ja, ein bisschen die Zeit noch ausnutzen. Ja, ich werde alle Marken im Laufe der Zeit durchexerzieren. Kann nicht alle Modelle, das geht natürlich eher nicht, logischerweise, ne? Aber wir gehen mal in die Werkstatt. Gucken erstmal die Wartung. Ich glaube, es war gar nichts fällig, ne? Nee. Das hier sieht alles sehr gut aus. Gut, wir gehen mal kurz in den Aufbau, aber da können wir auch nichts machen. Da waren wir jetzt schon so oft und es hat sich nichts geändert, ja. Ja, wir können außen ein bisschen was bauen, aber Seitenemblem, was haben wir da? Also beiden Seiten jetzt, ja, hat er gemacht, ne? Ja. Luftfilter, oh, das könnte vielleicht noch gut aussehen. Oh ja.
Der kostet zwar ein klein bisschen Geld, aber weißt du was? Dann machen wir dran. Das war schon mal ein bisschen was hier. Was ist das? Oh. Okay. Sehe ich jetzt nichts Besonderes. Was ist das? Tank? Ach, der Tank immer noch. Ja, 400 Liter mehr gibt's nicht. Ist auch okay. Frontlogo. Bleibt Scheinwerfer. Es gibt andere Scheinwerfer. Hier sehen ganz witzig aus. Schlafaugenlook. Was geben wir aus? 1700. Sollen wir das mal ausgeben für unser Auto? Was haben wir hier? Redbox. Okay. Ja, komm, warum nicht? Wir gönnen uns so wenig hier. Kunststoff mit... Jetzt sind wir schon bei 5000. Aber ich glaube, das machen wir, ne? Das sieht doch schön aus. Stoßstange, die haben wir. Schmutzlappen. Opa, Opa. Oh, die gehen aber sehr weit, ne? Wenn, dann haben wir die, ne? So, ist jetzt gut. Komm. Neue Route finden. Ist gut. Geld genug ausgegeben. So, mal schauen wir uns das Ganze mal in Natura an. Von außen natürlich. Schick, schick. Ne, die Schlafaugen. Macht das Licht jetzt nicht an, weil der Motor nicht läuft, oder? Tatsache. Okay. Bremse geht auch. Mhm. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Der hohe Luftfilter. Das Sound hat sich ja nicht geändert. Nee. Okay. Dann fahren wir los. Ich habe mir jetzt noch keine große Reihenfolge ausgedacht. Wir werden den nächst neueren Mercedes fahren. Oder vielleicht auch den Volvo. Mal gucken. Einer von denen, den wir schon haben. Und der wird dann einer von unseren Fahrern weiterfahren. Irgendwann werden wir uns den auch wieder rausholen. Da bin ich sicher. Der macht einfach Laune zu fahren. Irgendwo müsste ich doch links. Geradeaus. Erstmal geradeaus, ja. Genau, da gehen wir jetzt schlafen. Das ist besser so, sonst fahren wir nachher im Dunkeln. Im Dunkeln. Es wäre mir doch egal, aber fürs Let's Play ist es nicht so schön. Oder für den Stream ist es nicht so schön, im Dunkeln zu fahren. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Jawohl. Ja, ich kann es nur nochmal betonen, die Investition in meinen Schalthebel, diese Ausfahrt. Die ist so gut gewesen. Also, das macht so Laune hier, mit Kupplung und Schaltung zu fahren. Es ist vorbei. Womit darf ich normal nicht reinfahren. So, wir sind immer noch in Georgien. Ja, hatte ich schon erwähnt. Aber 1,10. 1,10 ist gut. Das machen wir mal, das Ding voll, bevor wir dann an der vorne ist Feierabend. Guck, da geht's gar nicht mehr weiter. Klar. Sind ja auch abgebogen.
KI fährt natürlich weiter. So, da haben wir eine Schlafstelle. Die nutzen wir aus. Okay. So, dann Ruhe sanft. Wir nutzen das für einen Kaffee. So, wir haben jetzt 3 Uhr. Naja. Nochmal schlafen wir jetzt blöd. Dann kommen wir wieder Richtung Abend. So, achso, langsam. Boah, das Feedback ist echt gut. Könnte es noch ein bisschen, tatsächlich noch ein bisschen verstärken. Komm, das machen wir mal kurz. Controller. Ja, sorry, sollte man immer außerhalb machen, aber ich mache es jetzt mal eben. Force Feedback 115, ich gehe mal noch auf 125. Zentrierung bei hoher Geschwindigkeit, das bleibt. Das wird niedrige Geschwindigkeit. Innere Reibung, Motorresonanz, Gelände, Oberfläche. Könnten wir vielleicht auch mal ein bisschen anheben. Getriebeschleifen. Mach ich mal 50. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau. Untersteuerungsrutschen. Ja, das hätte ich dann schon gerne gemerkt. Ne? Können wir auch ein bisschen anheben. Dann wird es normalerweise die Lenkung leichter. Ne? So. Ja, das war's. Okay. Zurück. Und, ach, jetzt waren wir gerade hier, wir können ja hier noch ein bisschen Zeit schinden, dass es hell wird. Wir gucken mal nochmal, mit den externen. Okay, wir probieren die externen, aber vorher speichere ich. Ich bin gespannt, ob World of Trucks mit dieser Fähre klarkommt. Ich glaube nicht, weil das ist die Karte ist eine Mod und ich kann mir nicht vorstellen, dass World of Trucks kennt. Deswegen kriege ich wahrscheinlich auch gar keinen Auftrag. Ich speichere das Ganze aber. Speichern. Neuer Spielstand. So. Wir checken das trotzdem. Wenn es nicht geht, kann ich da wieder einsteigen. Ja. Karte. Externe. Ich kann es nur rausfinden, wenn ich... Ja, habe ich mir gedacht, ne? Klar. World of Trucks kennt ja Georgien gar nicht. Kann jetzt mal hier klicken und dann werden wir sehen, das ist auch nichts. Kann das sein, dass das Balkan-DLC ist? Ah, da waren wir noch gar nicht, ne. Dass es deswegen nicht geht, ne? Ich krieg gar keine. Wieso krieg ich gar keine? Ich krieg gar keine, weil wer doch sagst nicht weiß, wo ich rumhänge, ne? Okay, dann probieren wir es hier mit. Da gibt's was, ja. Ja gut, das ist ja auch, sind ja auch die von normalen Spielen, die werden ja integriert, ne? Hier wäre natürlich die Fahrt, die ich jetzt heute, ach, die wäre genial. Ich wollte zwar eigentlich nach Istanbul. Gibt es was nach Istanbul zufällig? Nee, ne? Da geht es mir wieder zu weit hoch. Da, die nehmen wir. Bringt uns 27.000. 61 Stunden. Natürlich sind 2 Fähren dabei. Reine Fahrzeit ist natürlich was anderes. So, erwartet Sonntag 19.52. Ja, da müssen wir ein paar Mal schlafen. Ich nehme den an. Da sind wir nämlich genau da, wo ich hin wollte. Wir kriegen zwar hier die ganze Ecke hier nicht gefahren, aber das werden wir später von hier aus sternförmig dann nachher alles. Ich will hier einmal um Europa rum. Spanien habe ich gerade einen Kollegen geschrieben, muss ich aufpassen, da ist irgendwo ein Problem. Da fahren wir da einmal so durch, dann Frankreich zurück nach Hause.
Da haben wir vielleicht Geld genug, da werden wir die Garage ausbauen und wir werden weitersehen. So, genug gelabert. Auf geht's. Fertig zum Losfahren. Ja, Gang muss schon reinmachen, Opa. Sonst geht hier gar nichts. So. Fünf Kilometer, das ist nicht weit. Das ist jetzt gleich hier um die Ecke. Dann haben wir heute eine gute Tour vor uns. Mit zwei Fähren. Bringt auch richtig viel Geld. Problem wird nur sein, die Fähre, die erste, die geht, glaube ich, 28 Stunden. Erste Ausfahrt nehmen. Ah, obwohl, nee, das passt ja eigentlich. Nimm die hier? Ausfahrt. Ja. Das passt ja von der Zeit auch. Ich glaube, 28 Stunden sind wir da unterwegs. Den rechts abbiegen. Schon Wahnsinn, wenn es die wirklich gibt. Sind wir schon da? Hör vor. Biege nach rechts ab. Hier endet es. Boah, hier ist aber eng, ne? Hier engt es, ja. Hier dürfte aber immer nichts sein, ne? Da war nur mal Interesse, aber jetzt. Brechen, zurück. Ne, wir haben unsere Tour. Aufträge. So. Nach Neapel. Genau. Annehmen. Los. Los, los. Auf los geht's los, Mutti. Auflieger steht bereit. Jetzt geht's wieder los. Wir müssen den Auflieger finden. Du da vorn. Steht mir der Auflieger. Ja, dann ist ja gut. Hast mich nicht verstanden, gell? Ich spreche nicht so gut Deutsch. Georgisch. Was ist es eigentlich für eine Sprache? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier eine Mordstrecke. Ob wir die jetzt schaffen bis 20 Uhr, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Wir können ruhig ein bisschen rumdrödeln, dann wird es auch hell mit der Zeit. Was ist das denn? Ich sehe keinen LKW. Ich sehe keinen Anhänger. Ist der im Tor? Steht der in der Garage? Das kann durchaus sein, ne? Das ist ja ein Ding. So, wir fahren das Fahrwerk schon mal runter. Guck, es geht wieder runter. Ich weiß nicht warum. Geht die Garage jetzt auf? Oder ist das hier jetzt verbuggt? Carga. Das wird wohl nix werden, ne? Das heißt, ich muss tatsächlich jetzt schon Gebrauch machen von dem. Speichervorgang. Ist das hier jetzt eventuell ein... Frachtauftrag? Fracht. Ja,
Habe ich so Fracht? Unter 12 Stunden. Wieso Fracht? Ich habe doch gar keinen Frachtmarkt. Siehst du das? Das ist schlecht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den abgeben kann, den Auftrag. Weil das geht ja gar nicht. Ich habe ja gar nichts. Ach, das ist aber dumm. Da muss ich jetzt einfach wieder rüber der Fähre und gucken, ob hier irgendwo was ist. Oder was gibt's hier? Gibt's hier was vielleicht? Istanbul. Ah, dann. Wir könnten Istanbul annehmen. Also von Poti gibt's deutlich mehr jetzt plötzlich, ne? Slowakei, ja, da kämen wir jetzt richtig schön durch den Balkan durch. Oder wir machen das hier. Das ist gar nicht so übel. Wir fahren jetzt nach Poti. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, ob ich den Auftrag hier kann abgeben. Warte mal, wie geht das? Strafe von 12.000. Also, ich habe gepennt. Wir werden dann aber trotzdem laden, weil die 12.000 möchte ich jetzt nicht wegwerfen. Das war der hier, ne? Ja. Ja, ich weiß, da steht Fracht. Da hätte ich mir meinen, was zwar nicht geht, meinen eigenen Trailer holen müssen. Ne? Gut, dann machen wir das jetzt anders. Ich gucke mir das aber nochmal an, falls der Auftrag jetzt überhaupt noch da ist. Er ist noch da. Aber da steht Tigre. Und da ist nicht, das ist irgendwie was anderes, mit dem ich jetzt im Moment nichts anfangen kann. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es echt nicht. So, deshalb fahren wir jetzt hier nach, erstmal da hoch und dann überlegen wir, ob wir den Auftrag hier nehmen, der uns hier wieder nach Istanbul. Istanbul wäre gut. Ich glaube, das mache ich auch. Ich wollte ja Istanbul unbedingt sehen. Dann Karte und wir setzen hier den. Oh, wir könnten noch hier durchfahren, aber brauchen wir eigentlich nicht. Marina. Da gab es ja auch nichts. Hätte ich ja gezeigt bekommen. So, getankt haben wir. Wir haben 6% der Karte. Es gibt noch viel zu tun. Ne? So, wir fahren dann einfach mal hier hin. Wir fahren hier hin. Da haben wir die Ecke nämlich auch freigeschalten. Und dann gucken wir mal. Okay. So. Genau. Lass uns loslegen. Kleine Leerfahrt. Leer mit E. So. Gut, ich muss gucken, was Tigre ist. Ich kann tatsächlich, vielleicht weiß es jemand. Das ist wahrscheinlich spezielle Fracht für irgendwelche spezielle Fahrzeuge. Vermute ich mal. Vielleicht für einen Anhänger mit, wundert mich aber, dass er mir das gebracht hat, ne? Aber ich erste Ausfahrt nehmen. Entschuldigung, Mutti, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich freue mich da schon auf die Kommentare von euch. Denn ich bin sicher, Ausfahrt. Die erfahrenen Füchse wissen das.
Und da habe ich ja meine treuen Zuschauer, herzlichen Dank nochmal dafür. Immer geradeaus. So, wir haben das jetzt auch von der Zeit her gut getimt, das wird hell, ne? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, mit dem Schalten. Alles gut. Mit dem Schalten tue ich mich manchmal noch schwer. Ah ja, okay. Ist egal. Trotzdem macht es Laune. Aber Fakt ist, hier ist eine Marina, ne? Und hier kann man auch Schiffe fahren und die bringen auch richtig Kohle. Oh. So, da fahren wir wieder zurück. Ich habe Blinker noch an. Guck es dir an. Im Dunkeln sieht man den sogar. Ja, ich denke, der nächste LKW hat akustische und optische Blinkanzeigen innen drin. Aber wie gesagt, der Warnblinker geht ja. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. Und da würde ich sagen, wir nehmen uns die Ladung nach Istanbul, wenn das von der Zeit her hinhaut. Da müssen wir hin, das ist mit Sicherheit schön groß. Dunkelheit hat auch was Schönes, ne? Obwohl dieses Zwielicht, das stört mich. Also das ist oben jetzt so hell und unten so dunkel. Diesen Kontrast kann ich jetzt nicht so leiden. Ist aber auch nur kurz. Wird sich gleich ändern. Ja, ist ja gut. Aber ich bin echt gespannt, wie sich die anderen LKWs mit der Schaltung fahren. Und vor allem auf den Sound. Da bin ich jetzt sehr verwöhnt. Ne? Das Ding hier hört sich einfach richtig gut an. Nicht nur das, es fährt sich auch richtig gut. Ja, ich fahre nicht gerne im Dunkeln, man merkt's. Ne? Das Real Life lässt grüßen. Hier war schon die erste Firma. Ich hoffe, das ist jetzt nicht gerade die, wo ich hin wollte, oder? Ne, nächste Möglichkeit halte ich an und suche mir hier. Das war eine schöne Fahrt. Den Auftrag, genau. Wir fahren gerade mal hier rein. So, richtig schön. So, Bremse zu, Gang raus. Warte. Ah, okay. Gucken wir mal. Carrefour wäre natürlich super. OT. Ah, haben wir natürlich nichts, ne? Doch hier. Muss ich doch wieder zurück. Ich sehe es schon. Istanbul. Obwohl, ne? Das ist ja dann hier gar nicht mehr weit, ne? Den nehmen wir an. Den nehmen wir mit 10.000.
Wir müssen da sein am Sonntag 0.35 Uhr. Wir sind 35 Stunden unterwegs. Der Preis ist natürlich da, aber wir kriegen ja was rein. Also, den nehmen wir. Sollten wir auch schaffen. So, jetzt wird es doch wieder hell. Da steht ein Scania. Werde ich natürlich auch fahren. Also an alle Scania-Freunde da draußen. Muss ich noch nicht hin. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, ich hätte da abbiegen müssen, ne? Da drehen wir hier eine Tanke. So, wenn wir schon mal hier sind, da tanken wir gerade nochmal voll, weil es war hier günstig. Lohnt sich zwar jetzt nicht wirklich, aber... Naja, immerhin 23 Liter, ne? Aber für 1,10. Biege nach links ab. Ja. Ja, sah aber lustig aus. War so ein... Versuch von Urquattro oder sowas, ne? Ja, es sind schon seltsame Fahrzeuge hier. Ich hätte mal auf der Karte gucken sollen, wo das ist. Ja, hab's mir gedacht. Es war ja nicht so weit weg, dann ist das hier. Ja, wir sind ja schon da. 0 Kilometer. Biege nach rechts ab. Oh, das war wieder. Und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Das war wieder Einschaltung, meine Herren. So, Auftrag annehmen und weg. Nichts wie weg. Istanbul, da ist er. Okay, wir fahren los. Das machen wir. So, da stehen welche. Da hinten ist er. Fahrwerk runter. Wieder hat er sich wieder eingestellt. Ich habe das Gefühl, er stellt sich wieder automatisch hoch. Ne? Auf geht's. Okay. Ja, ich weiß, man sollte wenn man streamt, auch reden. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich so ein bisschen müde bin und dann, ja, da willst du mir nicht sagen, wo wir hin müssen. Rechts, ne? Rechts, rechts. Und dann zur Fähre. Und ich gehe nach rechts ab. Ja, ganz toll. So, wenn du jetzt fahren würdest, ich komme da nicht rum, ne? Das wird nicht funktionieren. Oder? Aber gerade so. Demnächst rechts.
rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Es wundert mich, dass noch niemals so ein Blinker- und Wischerschalter und sowas erfunden hat, wie das an den Autos ist. Ne? Oder ich weiß es nicht besser. Das kann natürlich auch sein. Das wäre es noch. Hier so ein... Aber ich glaube, da wird kein Markt da sein. Ne? Bei der Formel 1 braucht man es nicht unbedingt. Bei der Rallye vielleicht schon. Blinker natürlich nicht, aber Wischer und so. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Nein, jetzt sehe ich die Ampel nicht mehr. Ich kann hinten dran. Oh, reicht. Okay. Hier rechts abbiegen, ja. Hat sie gesagt, ne? Ne, da vorne. Ich hab's geahnt, ne? Ich hab's genau geahnt. Wir haben jetzt schön falsch gefahren. Aber das ist im Real Life auch so. In den Städten, nach rechts ab. Da kommt manchmal auch viel zu früh die Ansage, abbiegen, weil da eine andere Straße ist und dann fährst du da rein und dann hat die eigentlich die nächste gemeint, ne? Wer kennt's nicht? So, Fähre. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich fahre gerade falsch, ne? Oder? Nee. Nee, ich fahre richtig. Schau nicht auf die Uhr. Guck, dass du was geschafft kriegst. Stimmt, da war doch letztes Mal beim Rausfahren schon so viel Betrieb hier. Aber ich glaube, eine Bahn ist frei. Wir haben einen Freifahrschein. Auch schön gemacht hier. Stehen alle in der Schlange und wollen darauf. Und dann 25 Stunden Fähre, ne? Wahnsinn. Das muss doch richtig toll sein hier mit dem riesen Ding hier dann über diesen Kanal oder über diese... Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ja, mach dir keine Sorgen. Wir kommen bald wieder durch. Und Handbremse und Motor aus. Und es gibt nur einen Weg nach Varna. 28 Stunden sogar. 1800. Auf geht's. Ich hoffe, es gibt keine Probleme. Neu berechnen. Wir fahren Reis nach Istanbul. Ah ja, das ist nicht verkehrt. Schön Gyros mit Reis. Mhm. So, was haben wir gesagt? Sonntag? Nee. Wenn wir da sein sollen, ich hab's vergessen. Ist egal. Sollte aber kein Problem sein. So, das Festland hat uns wieder, obwohl das war ja auch Festland, ne? Aber Europa hat uns wieder, würde ich sagen, ne? Ja, zumindest Balkan, ja. Gewitter? Wir müssen nach Istanbul, ja. Ich hoffe, wir fahren hier noch richtig. War, glaube ich, alles noch Hafengebiet hier, ne? Deshalb auch 30. Demnächst rechts abbiegen. Mhm. Werden die eigentlich... Nach rechts ab. Hier? Ach, nicht da oben. Ganz sicher? Ich hoffe. Ich gucke jetzt nicht, ich glaube es einfach mal. Da sind wir auch reingefahren, doch. Kann mich erinnern. Bahnhof, ja, ja. Demnächst links abbiegen. Genau. Biege nach links ab. Was ist denn das? Ein Schlafplatz hier.
Ei, wunderbar. Sehr schöne Tour. Oh, oh, oh. Splitten. Ja, aber hier bitte. Bitte links halten. Links halten? Hehe, ja, sorry. Voll ausgebremst. Natürlich links halten, wo denn sonst? So, wir sind ausgeruht, wir haben voll getankt. Istanbul schaffen wir locker. Und da können wir noch eine Tour annehmen. Weil die andere war dann doch etwas zu... Ne, die wäre, die hätte ich ja genommen, wenn es funktioniert hätte. Naja, hier fehlt natürlich die Leistung. Wir fahren gerade mal mit knapp 40 hier hoch. Aber zwischen 5 und 6 ist schon eine große Spanne, was die Übersetzung angeht. Ne? Aber 5,5 kriege ich nicht hin. Dafür müsste ich das zweite Splitgetriebe irgendwo einbauen. Ja, irgendwo einbinden mit der Taste. Ne? Aber das... hab ich jetzt nicht. Oh, da geht's rum. Schön langsam. Kein Stress. Ach, Opa. Was machst du denn? Was teuer wird. Auf jeden Fall lassen. Hier sind wir, glaube ich, noch durchgekommen. Immer geradeaus. Irgendwann geht es dann links runter Richtung Süden, würde ich mal behaupten. Ich glaube, wir hatten Zeit bis Freitag. Also wenn wir... liegen wir sehr gut in der Zeit. Ich weiß, bin aber nicht mehr sicher. Ich gucke jetzt auch nicht. Wir werden es sehen. Immerhin noch 430 Kilometer. Ja. Oh, da nähern wir uns dann tatsächlich schon fast dem Streamende. Ui, 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 ui. Ist eine alte Möhre, macht nur zart hier in den Kurven, alter Mann. Diese Geräusche. Ach ja. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
LKW-Tourist, okay. Oh. Na prima. Naja, das muss jetzt. Alle LKW-Fahrer Hand aufs Herz. Wer hat das nicht schon mal gemacht während der Fahrt? Essen und trinken und tralala. Vor allem tralala. Was auch immer das sein mag. So. Ja. Wie geht's weiter? Istanbul. Und da habe ich dann doch vor, mich zügig nach Italien rüber zu arbeiten. Um dann von da nach Frankreich, Spanien und wieder zurück. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nach Frankfurt. Hier, ne? Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Und dann gehen wir auf einen neueren LKW. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich noch mit dem Mercedes fahren will. Wir werden den mal fahren. Aber ich glaube, ich werde eh nicht lange fahren. Wegen dem Sound. Bin ich überzeugt. Weil ich... Der ist nicht so... Ja. Natürlich bin ich verwöhnt von dem hier. Aber am vielleicht... erste Ausfahrt nehmen. Gucke ich auch mal noch, wenn ich noch... Geld habe ich ja genug. Gibt es noch mal einen gebrauchten... Ganz andere Marke. Nimm diese Ausfahrt. Eine ganz andere Marke dann dazu noch. Weil da haben wir ja zwei Mercedes und einen Volvo. Und da nehme ich mir vielleicht den wieder einen DAF oder einen Renault dazu. Vielleicht auch ein Scania, mal gucken. Aber wen hat immer zu kosten? Ich möchte dann auch tatsächlich... alle Marken als Nostalgieflotte dann mal gefahren haben, bevor wir dann in die ganz, also oder in die neueren, in die wirklich neuen Modelle reingehen. Das Ganze soll ja doch ein bisschen noch zukunftsorientiert sein. Weil viel, ja, und dann natürlich kreuz und quer durch Europa nachher, von Frankfurt aus. Die Balkanstaaten natürlich Balkan-DLC ausnutzen, das ist ja auch noch nicht so lange drauf. Und habt ihr gesehen, 6% der Karte gerade mal erkundet. Ich werde auch keine neue dabei machen jetzt. Erst wenn ich mal 50-60% der Karte erkundet habe, werde ich vielleicht mal drüber nachdenken, noch irgendwas dazu zu nehmen. Aber es kommt ja mit Sicherheit noch einiges. Fahren wir richtig? Ja. Oh, wir dürfen 90 fahren. Dann. Feuer. Feuer frei. Lassen wir die 280 PS immerhin. Die 900 Newtonmeter mal voll zur Geltung kommen. Ja, ich weiß, der eine Mercedes, der neuere, der hat, glaube ich, ein 6-Gang-Getriebe, plus 1. Was das plus 1 bedeutet, weiß ich noch nicht. Das werden wir rausfinden. Aber ich bin immer mehr der Meinung, ich nehme mir dann lieber noch einen Fahrer, der kriegt den hier und hol mir dann DAF, Renault oder Scania als Nostalgiefahrzeug dazu. Das wäre, glaube ich, noch sinnvoller. Eigentlich wollte ich bei der Marke bleiben, ja, ich weiß. Aber warum?
Mein Favorit ist eh der Volvo, das habe ich ja schon mal thematisiert. Warum, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Hat sich irgendwann mal so ergeben. Scania ist natürlich, klar, von bei vielen beliebt. Aber Volvo, glaube ich, auch. Trotzdem werden wir dann die anderen Marken alle durchtesten. DAF, Renault. Gibt es auch Iveco? Haben wir Iveco hier? Kredit? Ja, okay. 5000, ja. Ich hoffe, dass die Fahrer irgendwann in die Gänge kommen und das Geld hier reinbringen. Ich meine, ich bringe es ja sowieso. Aber bis zur nächsten größeren Investition, ja, ich wollte ja gucken, ich muss ja gucken, dass ich Geld genug habe für die Werkstatt, die Garage zu erweitern, sonst wird das ja sowieso nichts mit dem. Wobei in Habsadulalul, da oben kann ich noch einen reinsetzen. Ne, dann habe ich ja keinen Platz mehr für meinen. Ich habe ein Problem. Oder ich verkaufe den Mercedes, den nächsten. Den hier behalte ich. Der hier, der geht mir nicht mehr aus dem Haus. Ne? Und der kriegt dann den hier. Und ich kaufe mir dann DAF oder ein Renault oder ein Scania als Nostalgiefahrzeug. Das wird wohl die Idee sein. Genau. Das wird tatsächlich. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Dass wir tatsächlich mal alle Marken dann auch in der Nostalgie ein bisschen durchgeguckt haben, ne? Werde ich mir ein paar Mods raussuchen. Demnächst rechts abbiegen. Das war einmal zu viel zurückgeschaut. Ja, das ist ein Riesensprung. Guck mal, von 4,5 auf rechts ab. Von 4,5 auf 6 ist natürlich. In der Situation jetzt, wo ich jetzt war, nicht so gut. Das war jetzt auch nicht so gut. Aber mit dem Sichtfeld da, das ist. Ich muss am Lenkrad, wenn ich am Lenkrad drehe und soll dann auch noch die Kamera drücken, das ist schwierig. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das machen soll, sonst. Ich habe noch keine Lösung. Bei diesem Eidrecker, wenn ich auf den Chat gucke, dann. Ja, gut. Bitte rechts halten. Weiß noch nicht. Ich habe noch keinen gefunden, der mir das sagen konnte, ob das Ding gut ist oder nicht. Naja, wie dem auch sei. So, morgen, ja. Gut, nächster Livestream wird dann vielleicht Sonntag mit dem LS. Formel 1 bin ich im Moment noch nicht so in der Lage zu streamen. Da fehlt mir noch ein bisschen. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Was? Rechts halten? Immer geradeaus. Ah, okay, ja. Blitzer? Ich hoffe nicht. Das war jetzt aber eine merkwürdige Abbiegung. Läuft schön. Es läuft richtig gut.
immer geradeaus. Ah, Musik fehlt hier eigentlich, ne? Ich habe so ein bisschen Musik im Hintergrund. Immer geradeaus. Werde ich mal gucken. Ich habe zwar jetzt nur diesen einen... Diese eine Playlist mit... Ja, ist ja, muss ja lizenzfrei sein. Muss ich nächstes Mal dran denken, dass wir die so zart im Hintergrund ein bisschen anmachen. Ich muss da mal wieder was Neues zusammenstellen. Oder mal eine eigene Kreation bauen. Ich bin dazu tatsächlich in der Lage. Gibt es wirklich eine gute Software? Was links eine Tankstelle. Und dann links abbiegen. Was für eine Riesentankstelle. Biege nach links ab. Wie ist denn das hier gemeint? Achso, geradeaus geht nicht. Ja, jetzt habe ich's. Ist hier Zoll oder was? Oder eine Waage? Nicht hupen. Kenne deine Grenzen. 2 von 9 oder was? Nee. Grenzübergang ist keine Waage. Oder ist es eine Waage? Nee. Hätte man mir gesagt, ne? Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, ja, keine Panik. Röntgenkontrolle. Ach, der Röntgenkontrolle. Ich glaub's nicht. Was kommt da noch alles? Hatte ich das schon mal? Wenn, da hab ich's vergessen. Wie geil ist das denn? Ja, kann es denn passieren, dass du wirklich mal eine Ladung hast? Das wäre doch jetzt mal was, ne? Wenn du so in illegale Ladungen fahren könntest, die richtig viel Geld bringen, aber auch richtig viel Stress, wenn sie erwischt wirst. Das wäre auch noch so ein Ding, ne? Der macht schon mal auf, das ist gut. Trotzdem müssen wir das Ganze nochmal verzollen hier oder sowas, ne? Ja, Passportkontrolle. Achso, Pass wird. Papiere werden nachgeguckt. Ja, alles klar. Ja, ihr seht doch mit diesem alten Auto hier, da kann doch mal nichts passieren, ne? Oh, das ging aber schnell. Ja, ich bin ja auch. Ich habe ja auch so ein ehrliches Gesicht und alles, ne? Da kann ja gar nichts passieren. Vergiss das Schalten nicht. So, ja, ungefähr 12 bis 15 Minuten Real Life sind wir da. Es sind immer so 6 Minuten eigentlich. 3x6 wären eigentlich 18. Ja, 15. Je nachdem, wie gut wir durchkommen. So, und jetzt? Hier ist echt klasse gemacht, ne? Und die Wiegestation kommt auch noch dazu. Hoffentlich sind wir nicht überladen. So, da haben wir jetzt sagt niemanden, der uns da jetzt in die Quere kommt. Nee. Wirklich nicht? Nee. Das ist echt saugut gemacht, das hier. Da die Waage? Da rechts, ne? Gesamtgewicht 31 Tonnen. So, und jetzt? Durch? Nochmal Papiere. Du Liebe herein. Warum?
Gut, dann ist das mit der Zeit schon wieder so eine Sache, ne? Oh Gott, hier dauert es schon länger. Uiui, jetzt werden wir verhaftet. Oder auch nicht. Kupplung gequält, hm? So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass es hier rüber weitergeht. Öfter mal ins Seitenspiegel gucken. Oh, ich habe ja oben einen, ne? Noch eine Schranke. Jetzt ist aber die letzte, ne? Müssen wir hier rüber jetzt, oder? Ja. Ja, mit dem Gucken ist immer so eine Sache. Türkei! Wir sind in der Türkei. Hurra! Und wir sind auf dem Weg nach Istanbul. Das ist gar nicht mehr so weit. Und da werden wir mal noch ein bisschen umgucken uns. Ja, Zeit ist gut. Ist schon interessant, da wo keine Geschwindigkeitsbeschränkung ist, da fahren die alle hier 30, ne? Ah, jetzt gibt er Gas. Jetzt, wo er mir den Schwung weggenommen hat. Bleib nur stehen, du. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Ja, später wird das sowieso dann nochmal interessant, weil ich habe ja auch den Schwerlastverkehr, das Schwerlast-DLC oder DLC oder wie auch immer. Das hatte ich ja gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und das werden wir mal uns auf jeden Fall noch ein paar Sachen da versuchen mit Fahren und die Kreuzungen irgendwie. Ja. Es ist noch einiges in der Planung. Also, ich bringe die auch nicht zu oft. Ich habe noch so viele andere Projekte, die mir auch Spaß machen. Es soll ja dann auch noch eine gewisse Wartezeit dazwischen sein, was ja gar nicht so verkehrt ist, ne? Und nochmal vielen Dank für die Unterstützung, für die, die gucken. Und auch für die Kommentare, das freue ich mich immer drüber. Also, das ist immer schön, wenn solche Community entsteht. Das mag ich gern. Was ich jetzt auch wieder vermisse, ist dass die Beschilderung nach Istanbul. Ne? Wir sind ja gar nicht mehr so weit weg. Naja, gut. Da steht's doch. Gerade rede ich drüber und jetzt steht's da. Soll ich nochmal hier lesen? Mal gucken. Istanbul. Wird das nochmal geteilt hier? Nö, ne? 70. Jetzt. Wie gut. Ja, was ist denn mit dir hier? Ja. Schon wieder. Wiegestation. Wiegestation. Halten Sie vorne auf der Waage, damit wir Ihr Gewicht. Ist das hier eine Waage?
Da fehlt mir jetzt noch so ein bisschen die Animation von der Waage, ne? Ah ne, hier ist erstmal Maut. Hab ich jetzt die Schranke umgefahren oder was? Was war das jetzt? Hänge. Oh ne, jetzt haben wir euch hängen oben. Boah, wie bin ich denn hier reingefahren? Ganz schlecht. Ah, und ich kann nicht zurück. Ein bisschen vielleicht, dass ich gerade von der Wand wegkomme. Das habe ich gepennt, ne? Und habe Schaden bekommen. Wo ist denn hier die Waage? Da rechts, ne? Muss ich jetzt ganz da nach rechts rüber? Das ist aber unschön. Boah, das hier wird ja nix, ne? Das hier wird ja gar nix. Kommt da noch einer? Ja, das muss man natürlich wissen, ne? Ob ich das jetzt hinbekomme? Nee. Das kann nix werden. Guck an, da ist eine Animation. Uiuiui, ui, jetzt wird's eng. Ich schleife schon vorne dran vorbei. Ah, es könnte aber noch gerade so gehen, ne? Ja, ich weiß. Oh oh, das gibt Schaden. Ich hab's geahnt. Kann aber nichts machen. Ja, ich muss ganz rausfahren, das hänge ich vorne, ne? Ich glaub's nicht. Ich glaub das nicht. Dann kann er hinten dran stehen, ist gut. Dann ist das hier jetzt machbar. Na? Ja, ich hab's nicht gesehen vorher. Ich hätte ganz rechts fahren müssen. Guck mal. 31 Tonnen. Ist nicht in perfektem technischen Zustand. Bitte das nächste Mal etwas. Okay. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Unfälle gehabt, aber ein paar Unfälle ist übertrieben. Ist da oben das Zeichen? Waage? Wie gut ist das denn, ne? Ist aber auch erst mit der neuen Version gekommen, denke ich, ne? Ja, da läuft mir die Zeit aber ganz schön weg jetzt hier, ne? Nicht im perfekten Zustand, ja, es ist klar, ich hatte ein paar kleine Rempler gehabt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir ankommen, ne?
Aber es ist auch gut gemacht. Ich war jetzt ein bisschen überrascht. Aber durch diese ganzen Prüfungen jetzt hier durchzufahren, das war schon gut. Und dann gibt es den Hinweis auch noch, dass man kein perfektes Fahrzeug hat. Respekt, Respekt. So, Istanbul. Ja, geht dreispurig, ne? Ja. So mag ich das. Wenn da oben Schilder sind, die man gucken kann und die auch passen, finde ich das gut. Okay, ja, kurze innere Einkehr gehabt. Wir fahren mit 80. Das ist gigantisch, ja. Ja, also ganz klar, das würde der normalerweise in dem Baujahr, glaube ich, mit den 31 Tonnen Gesamtgewicht eher nicht schaffen, ne? Aber hier fürs Spiel richtig gut. Das wäre natürlich das Gute. Es war ja eine Herausforderung am Anfang. Da hatte ich ja den Kleinen. Mit dem hätte ich solche Gewichte hier nicht gefahren, ne? Ja, dann zieh doch vorbei. Oh, das dauert ja aber. Katastrophe. Wollte mir nur den Schwung nehmen. Und der ist aber auch zügig unterwegs hier, ne? Dreispurig Istanbul, geradeaus, jawoll. Da werden wir uns auf jeden Fall umgucken. Das habe ich auf jeden Fall geplant. Ach ja, so viel zum Thema 31 Tonnen, ne? Der her. Schöner blauer Himmel. 18 Uhr haben wir jetzt so lange hier rumgeeiert in diesem Labyrinth von Prüfungen und Überprüfungen. Offensichtlich, ne? Mal tanken? Nö. Wir tanken, ja, wenn wir da sind. Und mal gucken, dann ist eh schon fast wieder Zeit zum Pennen. Oh, hier, guck dir das an. Da muss ich jetzt noch einmal rausgehen.
wie gut, dass ich jetzt hier gleich gegen die Wand fahre. Ich sollte nicht in der Außenansicht fahren, das ist nicht gut. Das hätte jetzt gefehlt, das Ding auf die Seite gelegt, ne? Nur weil ich von draußen mal was gucken wollte. Sieht aber auch gut aus, ne? Muss man schon sagen hier. Wir sind in Istanbul. Hör auf mit den Experimenten. 16 Kilometer noch bis zum Ziel. Wir sind schon in Istanbul, ne? Also zumindest mal in der Umgebung. Jetzt geht's ab. Ich muss jetzt raus. Egal wie. Nee. Besser nicht. Wenn, dann stehen bleiben und ja, ich spiele mir die Thumbnails ja mittlerweile aus dem Video raus. Das ist dann doch einfacher. Da kann man sich die besten Stellen raussuchen. Allerdings muss ich dann auch Stellen produzieren, ne? Sonst macht es keinen Sinn. So, ja, auf jeden Fall können wir schlafen gehen jetzt. Ne? Wir waren doch jetzt länger unterwegs als geplant. Und ja, ist gute Zeit. Sehr gute Zeit. Ja, mein Türkisch ist sehr, sehr. Bitte links halten. Ist überhaupt nicht, ne? Ah, oh, ja, habe ich mir gedacht. Lässt du mich raus? Der lässt mich nicht raus. Guck dir das an. Der lässt mich doch jetzt. Gibt's ja nicht. Er war auch etwas zögerlich, aber. Schlimmstenfalls wäre ich über den Standstreifen weitergefahren. Hier wird es jetzt wieder kritisch. Weil die neigen dazu, einem in die Autos reinzufahren. Oh, wie gut. Gut, das hier aussieht, ne? Was? Benutze ich das Tor ganz recht, ich krieg die Krise. So, das ist hier jetzt wieder so eine. Also Türkei. Als ganz rechts hat sie gesagt. Damit wir LKW-Gewicht ermitteln können. Hat sie das vorhin auch hingeschrieben, als ich mich so gequält habe? Maut von 110, das geht jetzt schon recht zügig automatisch. Ah ja, guck. Hat er bestimmt vorhin auch hingeschrieben und ich habe es einfach nur nicht gesehen, ne? Ach, das ist gut gemacht. Mal gespannt, ob ich jetzt wieder ein Make-up bekomme. Weil die Kiste nicht mehr so ganz frisch ist. Nicht im perfekten Technik, bitte das nächste Mal etwas sorgsamer damit umgehen. Konnte ich vorhin gar nicht lesen, ging zu schnell, ne? Ja, ich war ja. Da kriegst du einen Mecker, weil du dein Auto ein bisschen beschädigt hast. Das ist ja wohl, ne? Also wirklich. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ankara. Atatürk. Ich fahre noch geradeaus, ne? Ich sollte mal auf die Karte gucken. Ich muss jetzt mal ganz kurz auf die Karte gucken, ja.
Sie wird mir das schon sagen, da vorne, ne? Ja, war jetzt mal ausnahmsweise. Aber ist das ein Riesengebiet hier? Doch gut, dass wir hingefahren sind, ne? Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz hier rausgehen und ein paar rechts Bilder und dann Ausfahrt rechts nehmen. Einfangen hier für die Thumbnails. Ich bleib mal ganz rechts kurz hier stehen. Obwohl, die KI fährt ja geradeaus weiter. Ne? Ich muss jetzt also hier aufpassen. Mir egal. Ich will das jetzt hier so ein bisschen einfangen. Genau. Ja, sorry, aber das muss sein. Die Bilder brauche ich. Das wird auch Titel dieser Folge. Istanbul, wir kommen. Und jetzt? Haben wir Licht an? Licht ist an, gell? Ja. Ja. Ja, Mutti. Mutti, du sagst nichts. Ah, ich sehe aber schon. Da geht's gar nicht weiter. Alles klar. Alles wird gut. 4 Kilometer noch. Ah, wie lange wir jetzt gebraucht haben für das... Eigentlich war es ja gar nicht so weit. Wir sind ja noch nicht da, ne? Da bin ich jetzt mal noch gespannt. Auf die Firma, das ist mit Sicherheit dann auch was Besonderes. Oh, noch einmal kurz raus, es geht hier geradeaus, dass ich hier diese Skyline hier noch einfange. Skyline ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja. Aber ich werde mir auch auf alle Fälle mal die Rheinland-Pfalz-Karte angucken, weil die muss ja richtig heftig sein, ne? Mit Echtzeit und allem drum und dran. Und mal sehen, vielleicht mache ich eine zweite Playlist daraus. Rechts, da hätte ich abbiegen, ganz viel Lust, obwohl ich ja schon so viele Projekte habe, das ist ja der Wahnsinn, ne? Kann ja nichts dafür. Es macht halt so viel Spaß. Oh, jetzt habe ich mir aber selbst hier. Nee, alles gut. Was hat er gesagt? Erste Ausfahrt? Hier? Biege nach rechts ab. Oh, Entschuldigung. Kurz unkonzentriert. Ein Kilometer. Schönes Gebäude hier. Das ist noch im Bau, oder? Das könnte ein Hotel werden, ne? Oder ist es schon eins? Es ist schon eins. Demnächst rechts abbiegen. Das kennt man ja schon in der Türkei, wenn man da mal so durch die Lande fährt. Da stehen immer so angefangene Hotels. Oder ein Flugzeug. Sind wir in Antalya? Flughafen?
Ich muss kurz nachgucken. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir jetzt zu früh abgebogen sind. Nö, sind wir nicht. Wir sind genau auf dem richtigen Weg. Da vorne irgendwo ist die Abladestelle. Es war etwas... Endlich, wir sind da. Ja, habe ich mir schon gedacht, das hier ist jetzt wirklich so eine Riesenfirma. Ein Riesengelände. Da müssen wir jetzt noch schön einparken und da fängt der gleich an zu gähnen, das sehe ich schon. Frage ist nur, wo? Sehe ich da irgendwo was blinken? Ja, da. Oh, 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 oh. Was ist denn das? Nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Doch. Und hier kein Platz zum... Oh. Das kriege ich... niemals hin in der Perspektive hier. Hier muss ich ganz anders ranfahren. So, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir mal ganz was Verrücktes. Ja, das war mir klar. Versuche ich hier mal rumzukommen. Jetzt geht's ab. Das wird jetzt ganz merkwürdig. Der Hoffnung, dass ich jetzt hier, kann ich mir das noch ein bisschen angucken hier. Ja, da müssen wir aber ganz brutal rein, ne? Aber so könnte es gehen. Da habe ich nach vorne ziemlich Platz zum Bewegen. Ja, ja, die Profis unter euch werden jetzt denken, was macht denn der da? Das Gute ist, ich kann hier aus dem Fenster gucken. Was ich auch in dem Fall tun werde. Das kannst du aber glauben, ne? Ah, so geht's. Aber über Spiegel hätte ich das jetzt nicht hinbekommen. Definitiv. Vorne war Platz genug. Ja, ja, ich weiß. Es gibt jetzt nicht wirklich viel Geld. Es gibt 10.000, aber es reicht fast für zwei Raten, ne? Ich bin da immer an Raten denken. Hier ist auch noch nicht so ganz erledigt. Also wie ich jetzt hier reinfahre, das wird nichts. Niemals. Ich werde böse in die Ecke drücken hier, ne? Aber vorne steht noch ein LKW und noch ein Trailer, den muss ich auch noch im Auge behalten. Na, das habe ich mir gedacht. Das wird auch nichts. Oh oh. Ich muss schon recht nah hier vorbei. Der linken Seite. Damit er rumkommt, ne? Und dann ziemlich weit einknicken.
Das sieht jetzt schon besser aus. Hätte man noch einmal vorziehen müssen, glaube ich. Ja. Das funktioniert. Aber ich komme jetzt rein. Zwar nicht beim ersten Mal und nicht beim zweiten Mal, aber. Darf's gleich laufen. So, jetzt noch einmal so. Aber ist schon Herausforderung, so Dinger hier. Das finde ich gut. So. Gang raus, Motor aus, Handbremse zu und abkuppeln. Ah, geschafft. Das war eine schöne Fahrt. Ja. 500 reicht fürs. Oh, es reicht für ein Level. Sehr gut. Aktuelle Aufträge. Hier können wir noch was tun. Sagen wir die Fernfahrten. Nee, ich würde sagen, ich mache die zerbrechlich und da gibt es mehr Kohle. Just in time mit dem Auto. Wissen wir, das hier oben haben wir ja schon mal sehr gut aufgebaut. Da kriegen wir doch schon recht gute Aufträge raus. Zerbrechlich oder hochwertig, das ist die Frage. Wir machen das jetzt mal analog dazu und dann wieder auf zerbrechlich. Ja, das hier schenken wir uns. Ein bisschen Geld für Sprit haben wir noch. Und die schnellen Aufträge mit dem Auto eher noch nicht. Wir pushen das hier jetzt mal hoch. Und dann ist das okay so, ne? So, wir haben 100. Ja, genial. Gibt hier auch schöne Aufträge. Hier so Richtung Griechenland wäre natürlich jetzt richtig gut. Aber hier geht eigentlich alles. Obwohl das, ja, okay, Mazedonien. Und von dort dann hier rüber. Wobei die Fähre, die wäre hier, Dubrovnik. Ja, ich würde sagen, das hier wäre unser Tour. Können wir direkt von hier aus mitnehmen. Geht hier wunderbar an der Küste vorbei. Ist das jetzt noch Griechenland? Ja, das ist Griechenland, Türkei, Griechenland. Ja. Okay. Gut, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Für heute ist gut. Das ist erledigt. Wir fahren noch zum nächsten Schlafplatz. Das machen wir noch. Und ich würde sagen, wir fahren tatsächlich hier rum. Das machen wir dann doch in der nächsten. Ne, ich muss gucken, dass ich irgendwo muss ich ja schlafen können. Boah, hier haben sie wieder ganz schön gespart, ne? Hier haben sie echt wieder ganz schön gespart. Ich würde dann fast sagen, wir fahren hier hin. Können wir hier noch tanken? Wir lernen das Fragezeichen da noch. Und schauen uns dann von hier aus um, wie es weitergeht, ne? Das geht ja recht zügig, sind ja nur 24, ja, das machen wir. So, auf geht's. So lange musst du jetzt noch... Ja, es ist ja noch weiß oberhalb vom Auge. Das vermisse ich jetzt dann hier, ne? Dass hier an der Stadt dann irgendwo so ein Schlafplatz ist. Oder hier wäre ja Platz genug. Hier könnte man ja für einen LKW-Schlafplatz hinmachen, ne? So. Das muss ich mir nur mal sagen. Das habe ich nicht mehr geguckt. Ich glaube links, ne? Muss ich. Rechts geht nichts.
Mutti. Warum redest du nicht mit mir? Ich hab dir doch gar nichts getan. Okay. Links. Geradeaus. Rechts. Gut. Sie wird ja irgendwann wieder mit mir reden. Demnächst links abbiegen. Genau. Aber früh, ne? Ah, ich muss mal meine Kamera wieder einstellen. Biege nach links ab. Hast du schon früh gesagt jetzt, ne? Wir dürfen hier gar nicht recht. Oh ja. Betriebe. Ah, okay, ja, hier geht's auf die Autobahn, deshalb dürfen wir nicht rechts. Alles klar. Ja, 50 ist gleich wieder weg. Hoffe ich zumindest. Nee. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, wir kommen ja. Wir sind auf dem Weg. Wie sieht der Sonnenuntergang hier aus? Kriegen wir denn noch ein bisschen mit hier mit der ganzen Stadt? Da würde ich hier mal kurz anhalten. Polizei. Wird mich jetzt hoffentlich... Ja, das ist jetzt doch nicht ganz so schön, wie ich mir es vorgestellt habe. Okay. Wollt die mal rammen? Ob die sich dann freuen? Nee, ne? Kaum. Ja, hallo, ich bin's. Bitte links halten. Ach, die meint hier, ja, okay. Damit wir hier nicht rechts abbiegen. Ist das eine Riesenstadt hier, ein Riesengebiet, ne? Ich hab mir schon gedacht, dass das groß ist, aber so. Guck dir das an hier. Ja, sorry. Ich brauche ein paar Bilder. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Was meinst du? Geradeaus, ja. Beim Kreisverkehr? Ah ja, guck, wenn ich jetzt hier links fahre, komme ich in den Kreisverkehr. Ja, ich verstehe. Ein Kreisverkehr mal anders. Alles gut. So, jetzt bin ich aber auch froh, dass wir da sind. Mir fallen nämlich die Augen tatsächlich auch zu jetzt. Und deshalb, ja, genau so geht es mir auch. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, schon mal vielen Dank für alle, die hier reingucken und die mich hier unterstützen. Das freut mich. Nimm die Ausfahrt rechts. Auch meine YouTube-Freunde. Super, dass ihr hier reinguckt. Ich hätte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass das für meine Verhältnisse so erfolgreich ist.
da so viele reingucken. Das ist so schön. Das Projekt ist aber auch gut. Fällt mir selbst. Das würde ich auch nicht machen, ne? Das ist halt das Schöne. Ich spiele das, was mir Spaß macht, ne? Weil ich lebe nicht davon. Das ist einfach nur ein schönes Hobby und wenn dann auch Leute zugucken und kommentieren und sich ja eine Community bildet, umso besser, ne? Das finde ich echt super. So, wo geht's denn hin? Hier kann man auch noch abbiegen. Oh Gott, hoffentlich fahre ich jetzt hier richtig. Boah, das hier gibt's sogar nicht. Guck dir das an, ja. Ich muss noch mal raus. Das muss man sich angucken. Das ist eine Metropole hier. Ja, ist ja gut. Außenansicht. Boah. Ist eine Reise wert. Kann ich euch nur empfehlen. Aber die meisten kennen es wahrscheinlich schon, ne? Ja, war eine gute Entscheidung, hier hinzufahren. Und eine gute Entscheidung, jetzt auch hier auf den Schlafplatz zu fahren. Obwohl da, muss ich sagen, ja, da könnten ruhig ein paar mehr da sein. Habe ich schon mal thematisiert, aber okay. So, jetzt sind wir doch bei meinen 2 Stunden. Ist ja echt der Hammer. Ja, wo ist denn hier der Schlafplatz? Der muss doch gleich da sein. Bin ich schon vorbei? So, ich muss ganz kurz gucken. Nee, ich bin nicht vorbei. Vorne ist wohl die Tankstelle. Ja, langsam. Jetzt kommen wir hier in die Bredouille. Oder in der Türkei sagt man ja ein Bredouille. LKW-Tourist. Ah. Okay. Das war jetzt netter Scherz, ne? Also, ich mag die Türkei. Jawohl, da fahren wir jetzt rein. Tanken und schlafen. Herrlich. Fällt mir. Eieieiei. Mal sehen, was der Sprit hier kostet. Hier war doch auch ein Schlafplatz, ne? Ja, okay. Das ist ja parallel zu dem, was wir so bezahlen. Ne? So, jetzt muss ich mal ganz kurz raus und gucken, ist jetzt hier ein Schlafplatz oder ist ja kein Schlafplatz? Das scheint mir wieder so eine kleine Tankstelle zu sein, ohne. Gucken wir jetzt an. Ach nee, davor, ja, alles klar, ich weiß es wieder. Das war jetzt wieder mal typisch ich. Gut. Irgendwas können wir hier noch freischalten. Beziehungsweise entdecken, nicht freischalten. Ah, der von vorne kommt ja gleich die Werkstatt. So, jetzt gucken wir aber hier mal ganz um die Ecke. Wir fahren aber hier noch geradeaus. Oh, die Kamera, hallo. Der abgebogen, da war doch einer am Rückspiegel rechts. Bitte rechts halten.
Ja, hier auf keinen Fall. Da war eine Werkstatt dabei. Ich sag mal, wie groß ist denn das hier noch? Hier sind Teile angekommen. Ja, und wo? Wo muss ich jetzt hin? Jetzt guck dir das hier an. Ich bin zu weit. Ich bin zu weit gefahren. Ja, da war eben die Werkstatt, ne? Nein. Komme ich hier rum? Gutem Willen, ne? Oh ne, das ist nicht so ganz erlaubt, was ich jetzt hier mache, glaube ich. Sorry. Oh nein. Nein, nein. Das kann ich doch nicht. Was kann doch nicht wahr sein? Was mache ich denn hier? Ja, tut mir leid. Ich würde jetzt gern. Uiuiuiui. Oh mein Gott. Okay, wir halten jetzt gleich an, gucken, wo der nächste Klappplatz ist. Natürlich. Das hat jetzt noch gepasst. Muss mal ganz kurz hier anhalten. Denn ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich jetzt da hinkomme. Ich habe aber nichts gesehen eben. Ja, hier wäre, da ist eine ganze Menge, ne? Sollen wir da hinfahren? Ne, ich will das hier, ich will wissen, was das hier ist. Aber wieso geht das hier nur in einer Spur hier rüber? Ich komme da gar nicht mehr hin, ne? Doch, eigentlich schon. Aber guck mal, wie der da hinfährt. Okay. Gut. Na gut. Zeit zu gehen. Ja, wir gehen. Muss mich beeilen. Ich gebe die Strafe. Ja. Gibt's gleich noch einen Mecker wegen rechts halten, zu schnell? Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich will wissen, wo diese Werkstatt hier ist. Das ist ja mittendrin hier, ne? Ich dachte, ich könnte mal schnell drehen. Aber im nächsten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich werde in der nächsten Folge vielleicht dann doch mal gucken, ob wir hier. Nimm die Ausfahrt rechts. Eine kleine Nachtrundfahrt machen noch. Ich will wissen, wie die Gebäude mit der Beleuchtung und so, ne, wie das aussieht. Machen wir aber in der nächsten Folge. Mache ich jetzt nicht mehr heute. Heute will ich eigentlich nur noch auf den Platz, aber ich glaube, ich muss dann doch. Ja, ich muss ja schlafen gehen. Ich krieg sonst Strafen. Wird wohl nicht mehr funktionieren. Das macht nix. Oh. Ja, ich weiß. Ich will heim. Ich mache jetzt nochmal kurz das Ding hier an. Bevor ich mich jetzt nochmal verfahre. Ja, komm, mach weg. Ich hab's ja verstanden. Wir hätten hier ganz rüber gemusst. Da hätte es vielleicht funktioniert, ne? Was ich vorhin hier vorhatte. Und da sehen wir die Werkstatt. Muss da irgendwo reingehen.
Protokoll gibt es gleich auch noch, das sehe ich schon. So, jetzt haben wir uns auch 2 Stunden. Vital. Wollte gar nicht so lange fahren heute. Ah, Istanbul, echt unglaublich groß, ne? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Sau gut, einfach nur gut. Biege nach rechts ab. Hier ist auch interessant gemacht. Oh, hier ist 30. Ja, ich weiß. Aber Istanbul bietet wenig Schlafplätze für die LKW-Fahrer an. Ich hoffe, im richtigen Leben ist das nicht so. Das heißt, wir fahren jetzt hier unter der Autobahn durch. Ja, genau. Überall 30. Ja, hier ist wieder 50. Ein Glück. Aber super gut gemacht, ne? Super, super, super. Wieder ein Lob an die Modder und Bastler und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Was ein Wahnsinn. Ist sowas von gut, ne? Also für die, die noch nicht hier waren, fahrt nach Istanbul. Boah, ist noch ein Yachthafen hier. Ich glaub's nicht. Würde ich jetzt ganz zu Fuß hinlaufen. Ah, hätten wir reinfahren müssen, ne? Hier erste Ausfahrt nehmen. Ja, für das zu entdecken, hätten wir reinfahren müssen. Ich könnte ja nochmal. Nee, könnte ich nicht. Vielleicht, wenn es hell ist. Nimm diese Ausfahrt. Ich habe keinen Gang drin. Ist zwar nicht gewollt, der Effekt, aber ich finde ihn trotzdem gut. Bitte rechts halten. Ja, wo ist jetzt die Werkstatt hier? Das, hier ist mal vorhin vorbeigeballert. Ist das hier? Nee. Oder? Oder da vorne? Ne, da vorne ist es. Jetzt sehe ich es. Und die Werkstatt brauche ich. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Ne? Keine Chance. Wir sind fertig. Falls die mich hier reinlassen, ja. Okay. Ja, noch ist ein bisschen weiß am Auge, also zum Glück fängt das früh genug an mit dem Müdewerden. Müssen wir nur noch einen Parkplatz, wo ist denn jetzt der Parkplatz hier? Da, da sind sie. So, jetzt aber. Oh mein Gott. Motor aus. Handbremse zu. Schlafen gehen. 5 Uhr. Oh, es ist schon schön hell. Jetzt gucken wir uns das noch einmal von außen an hier. Wahnsinn, ne? Ich muss jetzt mal nachlesen, wie das geht in dem Flugmodus. Ich muss das hier mal von ganz oben betrachten. Das gibt dann mit Sicherheit auch schöne Bilder, ne? So, mein Lieben, ich habe mich gefreut, dass ihr reingeguckt habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und in diesem Sinne einen
schönes Wochenende und wir bis dann. Ciao.